Moin Moin und Servus zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Team Crafting. Ja, die vierte Episode, die vierte Folge ist es schon. Und das ist ja mal richtig geil, dass wir schon so weit sind. Ich kann mein Mikro gleich ein bisschen näher ran tun. Ich zeig mal, was alles geschehen ist. Hier der Bau endlich fertig. Hier sieht man, außenrum habe ich so ein Geländer gebaut, sag ich jetzt mal. Auf das man jumpen kann. Deswegen kann ich auch da hinten auf meinen geliebten Baum. Das ganz cool ist, finde ich. Ganz geil. Dann andere Richtung. Okay, wir müssen da rein. Dann habe ich hier nochmal eine Tür reingemacht. Das ist ja nach innen versetzt. Danke Chiara an dieser Stelle. Sie hat mich auf die Idee gebracht. Meine Nachbarin hat mir mal in einem Let's Play kurz gehört. FIFA Let's Play. Dann ist hier gerade im Bau die nächste Etage wieder nach drei nach innen versetzt. Und das ist dann die richtige. Also auf die Größe sollte es normalerweise nach oben gezogen werden. Das ist so die Größe, was ich mir vorstelle. Da drin hast du Platz. Und es ist nicht zu klein, nicht zu groß. Zu groß vor allem von den Materialien her, weil das alles zu besorgen ist echt massig. Außen kommt dann wieder so ein Zaun. Und ab da geht es dann einfach gerade nach oben ab. Hier will ich dann auch so einen Aufzug bauen. Wie ich schon mal erzählt habe. Aber passt. Ja. Dann, was hat sich noch in der Stadt getan? Ich tue jetzt einfach mal die Stadt so kurz zeigen. Und dann gehen wir kurz Richtung Ende. Das ist nämlich Ende ohne... Ne, das passt irgendwie nicht. Irgendwann könnte ich dann auch wieder bauen, weil ich müsste das Glas auffüllen. Kann ich vielleicht am Ende machen, muss kurz schauen. 3:7 passt. Hallo Skelett, du hast einen verzauberten Bogen. Darfst du mir doch gerne geben. Nein, kein verzauberten Arschloch. Wichser. So. Habe ich hier Lava gehört? Nee. Okay, dann back. Hier hat sich nicht viel getan. Die Mauer ist ein bisschen größer. Da hinten hat sich extrem viel getan. Das war Fischpudding, glaube ich. Glaube ich. Muss man wieder da was klauen. Ne, Spaß beiseite. Hier, ich habe keine Ahnung, was der hier baut. Ah, hier ist Lava. Genau, hier ist die Farm. Das ist voll geil. Kriegst du die ganze Zeit hier Hühnchen. Und hinten ist normalerweise der Trakt, wo es rauskommt, weil es zu viel ist. Ja, genau. Übrigens, meine Rüstung ist auch bald im Arsch. Ja, passt, dann kann ich es endlich neu machen. Dann hier ist ein Turm, den ich nicht ganz verstehe. Mal gucken, ein Hundchen raus. Nee, schade. Da geht's tief runter, Wasser, da hoch. Keine Ahnung, verstehe ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Muss man wahrscheinlich nicht. Gut, ja. Das ist so ungefähr die Stadt, was sich getan hat. Muss noch kurz was essen. Kann ich gleich das Hündchen nehmen? Haha. ja, keine Ahnung. Und jetzt gehen wir einfach mal Richtung Ende. Könnte ein bisschen dauern, weil es ist ja wohl 400 Blöcke, 500 Blöcke. Wir hatten echt Glück. Also ich habe mir so 6 Enderperlen hergerichtet. Weil ich mir dachte, ja, bis ich den Weg gefunden habe, dauert es bestimmt eine ganze Weile. Aber in Wahrheit war es wirklich so, dass das relativ nah ist. Und das finde ich jetzt echt geil eigentlich. Die Markierung sieht man relativ schnell und meine Nase läuft. Beginn. Geht gar nicht. What the fuck? Ich schaue gerade nebenbei auf dem Fernseher Mike und Molly. Das ist gerade echt crazy Folge. What the fuck? So, wir müssen dahinter. Warte, da lang. Da, die Richtung. Ich glaube, das könnte stimmen. Bin mir nicht ganz sicher, aber so Pi mal Daumen. Sonst muss ich wirklich die Koordinaten... Ich habe eigentlich absichtlich die Koordinaten nicht offen. Weil, ja. Soll ungefähr bloß die Richtung wissen. Ich werde jetzt eh die ganze Zeit durch die Gegend irren, aber hey. So. Mal hier. Da unten ist Wasser, gut. Das juckt mich jetzt nicht so. Da unten ist die Savanne, die stimmt schon mal. Die Richtung stimmt schon mal richtig. So. Lalalalalalala, komm schon, give me the end. Irgendwo hier muss so riesen Landteile sein, so einfach nur nach oben ragen. Waren die über das Ding oder... Ich glaube, man musste durch die Savanne durch und dahinter war es dann. Ah, da hinten habt ihr schon gesehen. So, Richtung Ende. Ich glaube, jeder von uns oder viele kennen das Ende. Wer das Ende noch nicht kennt, schaut weg. Weil es wird dazu noch eine Folge geben, wo der Enderdrache besiegt wird. Aber jetzt gehen wir erstmal dahinter. Und schauen uns an, wie das Portal aussieht. Bisschen zu weit gelaufen. Ja, gut. Ich will mir auch gerade so eine Mining-Bar, so eine Bahn bauen, wo ich ins Ende komme, aber ja. So, schau mal da runter. Irgendwann muss ich jetzt demnächst wirklich das Ende machen, den Enderdrachen töten, bevor es jemand anders noch macht, aber hey, ja, werden wir sehen.
So, und hier ist es, warum die Lava nicht zugebaut ist, kein Plan. Hier sind zwei Kisten, hier ist sau viel Sachen drin, aber ich weiß, von wem es ist, deswegen werde ich nicht klauen. Und hier ist das Ende. Ich glaube, da werde ich mal, wenn ich meine 30 Level habe, die werde ich verzaubern und dann werde ich leer reinspringen. Einfach nur, um diesen Erfolg zu haben. Schau mal, und ja, kann nicht schaden. Und ja, so sieht der ganze Spaß hier aus. Ich hole mir kurz ein paar Bricks, kann nicht schaden. Kann ich für meinen Bau dann hernehmen. Ganz geil. Ist das ein anderer eigentlich? Wie Muster, oder? Ja, okay. Gut, dann können wir den nicht hernehmen. Gut, dann halt nicht. Haben wir einen Bemusterstein. Auch schon was. So, haben wir noch oben. Ja. Das ist soweit das Ende. Da werde ich dann vielleicht in der nächsten Folge einfach mal leer reinspringen. Da muss ich jetzt erst noch die 30 Level auf dem Buch verzaubern, weil ich habe im Moment nicht so geile Sachen. Ich habe jetzt das letzte Mal Buch verzaubern mit Schutz 3. Schutz 3? Ich glaube Schutz 3 war es, ja. Ist in Ordnung. Und dann halt, wenn ich die 30 Level weg habe, eben, wenn es mir scheißegal sein kann, ja, die Dinge kriegen. Da reinspringen. Just for fun. So. Und wo muss ich jetzt Richtung nach Hause? Ich glaube, das war da lang. Genau, dann habe ich im Wald rumgeschaut. Ja, genau. So. Und jetzt war die Folge bisher unproduktiv wie gar nicht. Deswegen tue ich jetzt noch ein bisschen was bauen. Sorry für den Skype-Ton. Das war... Ja, aber bin ich mir relativ sicher. Wir diskutieren gerade über Debitur's LP, Sips LP und German Let's Play. Und ich wusste gar nicht, dass die drei Brüder sind. Also Debitur, German und Sips LP sind Brüder voneinander. Das ist, da komme ich irgendwie nicht drauf, nicht klar. Das wusste ich nicht und deswegen bin ich auch so ein bisschen buff hier. Und ja. Ich weiß nicht, wer das schon wusste oder wer es nicht wusste. Also ich wusste es nicht. Deswegen schreibt mir vorher so, ja, wusstest du, dass German Let's Play ein Bruder? Und ich so, ja, kann leicht sein, keine Ahnung. Der heißt Debitur LP. Und noch einen, den kenne ich aber nicht. Also hat sie geschrieben, kenne ich aber nicht. Sips LP. So stand sie da. What the fuck? Was geht ab? Und es ist halt wirklich so, und es ist voll krass. Ich komm darauf nicht klar irgendwie. So. Habe ich noch irgendwas, was ich brennen kann, lassen muss, wie auch immer. Ich muss mal wieder in die Tiefe. Kommt mir zugute, weil ich brauche... Ding. Ich brauche Steine wieder. Fürs Dach. So, erstmal nehmen wir das raus. Nehmen wir das raus. Da bin ich schon wieder ein bisschen näher an den 30 Level. Und jetzt tun wir noch kurz die Glaswand hier ein bisschen verkleiden. Und dann ja, sieht es, glaube ich, gar nicht so blöd aus. Wie gesagt, die unterste hat, glaube ich, jetzt wirklich bis am längsten gedauert. Vielleicht auch, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen wollte. Ich wollte einfach nur schon mal anfangen, den Boden zu machen. Und der wurde halt dann riesig. Und dann dachte ich mir so, boah, so ein Turm wäre eigentlich auch mal geil. Ja, und daraus wurde dann ein Turm. Und das ist ein bisschen groß geworden. So, Entschuldigung. Entschuldigung, Mama. So. Aber weiter im Thema. Crazy Shit. Übrigens, zu den zukünftigen Projekten habe ich schon in anderen Folgen mal drüber geredet. Bin ich gerade drauf? Ja, bin ich. Ganz einfach. Im September wird FIFA 15 kommen. Also einmal die Demo wahrscheinlich erstmal. Und dann die will ich eigentlich die das richtige Spiel machen. Ich glaube, die erste Folge wird einfach so mal anschauen, ein bisschen testen. Weil, ja, einfach so. Weil ich wahrscheinlich nicht so schnell eine Ultimate Team Folge auf die Reihe kriege. Und dann wird normalerweise Ultimate Team wieder weitergeführt. Also da habe ich richtig Bock. Und dann ab Oktober... Oh, schau mal, so schnell sind ein Stack Glas weg. Das waren jetzt 2,5 Fenster. Das ist total hart. Ja. Und auf alle Fälle, nächstes Ding weg. So. Warum habe ich da drin, Ding? Weiß ich nicht. Okay. Und auf alle Fälle, was will ich jetzt sagen? Ach ja, und Far Cry, ich will es eigentlich let's playen. Es ist aber theoretisch durch meine Internetleitung nicht möglich, das mir hochzuladen. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie ich das auf die Reihe kriegen will. Weil, hoppala, da bleiben. Weil das hochzuladen hat normalerweise so eine Dauer von, ja, wie lang war Far Cry 3 hochladen? Halber Tag? Weil ich dann einfach so eine Gigabyte-Folge normalerweise hatte. Ich muss zugeben, die waren aber auch extrem groß bei mir, die Folgen. Also, die Folgen waren so um die, ja,
soll ich sagen, so, keine Ahnung, 20 Minuten, 25 Minuten teilweise. Ich kann gerade schauen, dass ich da noch hochkomme. Ja, geht locker. Ich kann hier den auch noch auskleiden hier. So. Den da. Da müsste es theoretisch noch möglich sein. Kann ich den jetzt komplett machen, weil ich muss ja bloß da hoch. Ich kann ja den sogar auch noch so machen. Cool. Cool. Ja, perfekt. Muss ich aufbauen, weil hier rum spawnt alles, was so nicht erwünscht ist. So. Aber, ja, schau, und schon die Glasfront ist fertig. Also es geht schnell, wenn man die Materialien hat. Jetzt drüber noch das Dach und dann ist die nächste Etage fertig. Join the game. Peace! Auf alle Fälle Far Cry 3, Far Cry 4 will ich unbedingt let's playen. Der Trailer sieht geil aus mit diesem neuen Bösewicht, wo Vars irgendwie ersetzen soll. Klar bei dir. Dieser Bösewicht, wie auch immer das ist. Aber, ja. Jetzt gehen wir mal Chris besuchen, ganz einfach. Ja, aber es ist so im Endeffekt... Ich will es machen, ich werde es auf alle Fälle zocken. Wie lange und wie viel ich Let's Playen werde, wird sich zeigen. Das letzte Mal waren es, also das Dreier, waren es 27 Folgen, ich bin nicht fertig geworden. Ja. Ich muss schauen, weil ich habe jetzt durch das, dass ich den eigenen Computer wenigstens habe, mal kurz schauen, dass sich die Sachen überhaupt abgeholt hat. Sieht so aus. Keine Ahnung, wo der ist, aber gut. Hä, ist der nicht hier irgendwo? Sehe ich seinen Namen? Da hinten ist ein Skelett? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Okay. Back to... Ding. Ja, auf alle Fälle, wie viel ich letztes... Vielleicht werde ich auch bloß einen letzten Test machen. Ich weiß es noch nicht. Es wird sich zeigen. Also, ich kann nichts versprechen. Aber, ich freue mich auf alle Fälle drauf. Auf das Game. Und, ja. Was geben wird, kann ich vielleicht schon mal so ein bisschen vorwarnen, wer den Trailer noch nicht gesehen hat. Ja, ganz einfach, es geht in Nepal. Diesmal spielt es in Nepal, im Himalaya. Man spielt, soweit ich das jetzt verstanden habe, den Sohn des Bösewichten, Bösewichts. Und ja, der Typ sieht eigentlich ganz cool aus. Mal schauen, ob es auch so cool wird wie... fick dich. Wie der Trailer war, also verspricht viel. Sieht hammermäßig gut aus. Obwohl das ja eigentlich seit Far Cry 3 eigentlich Pflicht für jedes Game ist, dass es gut aussehen muss, weil die haben wirklich eine atemberaubende Grafik damals rausgehauen. Das war schon mal falsch. So, kann ich jetzt bitte mal das Ding wieder haben? Spitzhacke, zack. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, finde ich. Also ich finde mal, hat so seinen eigenen Charme, wenn man das jetzt... hochzieht bis zum Nirgendwo, glaube ich, sieht das ganz geil aus. Ja. Schauen wir von vorne nochmal an, ganz einfach. Aber ja. So. Übrigens, da hinten habe ich mal so einen halben Wald gerodet. Der dürfte mal wieder nachgewachsen sein, weil ich da immer die Saplings danach pack. Und... ja, sieht gut aus. Wenn man das jetzt zu ist und das Dach drüber ist, glaube ich, könnte cool werden, wenn wir so einen Turm nach oben bauen. Mit dem Fundament, wo ein bisschen breiter ist. Ja, das sieht gut aus. Sag jetzt einfach, das sieht gut aus, fertig aus. Und mit diesen guten Worten beende ich diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Folge gehen wir ins Ende. Aber bloß, um mich dann kurz runterzustürzen, weil ich will den Enderdrachen noch nicht töten. Ich will bloß kurz reinschauen, wie es da alles aussieht. Bla bla, dies, das. Ja, ich hoffe, ihr schaut dann bei. Ein bisschen Cliffhanger gemacht. Bis dahin. Ciao, ciao, Tschüssikowski. Genießt den Tag. Euer Enderplay.